Jetzt da die Stürme wilder werden, stirbt die Kawara um uns herum. Keine Reisenden werden hier anlegen, wenn sie ihre Gürtel essen müssen. Geisterwesen presst seine Knöchel und quetscht damit das Blut aus seinen Fingern. Ich hatte schon einmal mit Orten, die Stürme verursachen, zu tun. Ich werde mir das mal ansehen. Warum zieht der Stamm nicht woanders hin? Wie kann es sein, dass Pokuara Stürme verursacht? Gibt es außer den Stürmen noch andere Gefahren? Warum zieht der Stamm nicht woanders hin? In our old villages, we were raided by pirates, stolen by slavers and killed by Rauhatayan scouts. In unseren alten Dörfern wurden wir von Piraten geplündert, von Sklavenhändlern entführt und von rautalischen Speeren getötet. Bei jedem Eingeständnis sinkt sein Kopf tiefer, als ob er ihn persönlich herabsetzte. So I brought them here, where the soil is too poor for kawiki fruit and the water is too shallow for great fish. Ich habe sie hierher gebracht, wo die Erde zu arm für kawiki Früchte ist und die Gewässer zu seicht für große Fische sind. At least we are in the path of Valian traders as they come and go. This is protection, prosperity, a future. Zumindest liegen wir auf dem Weg der valianischen Händler, die kommen und gehen. Das ist Schutz, Wohlstand, eine Zukunft. Er nickt, seine Idee standhaft unterstützen. Wie kann es sein, dass Pokokuhara Stürme verursacht? You are new to the islands. I would not expect you to know of these things. Du bist neu auf den Inseln. Ich erwarte nicht, dass du von diesen Dingen gehört hast. Our ancestors told of luminous Audra, the bones of the dead fire, breaching through the sands of Pokokuhara. Unsere Vorfahren hatten Legenden von leuchtendem Adra, den Knochen des Todesfeuers, welcher aus dem Sand von Pokokuhara hervorbricht. Ingati erhebt ihre Wasserfaust, um den Adra zu verteidigen. Valiana oder Huana ist es ihr gleich, wer ihren Zorn erleidet. Bei der Andeutung göttlicher Verehrung zog Paleginas rechtes Auge genervt. Die Reban schnalzt heraus und wieder zurück. Dagegen ankämpfend zwingt sie sich ein schwaches Lächeln ab und nickt höflich. Huano legt seinen Kopf zur Seite und erwidert die Geste mit einem großen Lächeln. Er scheint Palagenas Reaktion zu enträtseln. Gibt es außer dem Sturm noch andere Gefahren? Ikira, we paddle our canoes the long way around Pokokuhara for a reason, I say. Ikira, du weißt schon, dass wir mit unseren Kanus nicht ohne Grund einen großen Bogen um Pokokuhara machen. Another people lived among our ancestors and built a temple in the desert. Now there is only death. Ein anderes Volk lebte unter unseren Vorfahren und erbaute einen Tempel in der Wüste. Nun gibt es dort nur noch den Tod. But the Valians closed their ears to my warning. Aber die Valiader wollten nicht auf meine Warnungen hören. Er zog mit den Schultern und schaut weg. Ich hatte schon einmal mit alten Orten, die Stürme verursachen, zu tun. Ich werde mir das ansehen. Seine Augen werden ein wenig breiter. Das Lächeln in seinem Gesicht, das sein Gesicht faltig macht, scheint zumindest einen Moment echt. Here. This was a token passed down from the Rankas, said to come from Pokokuhara in brighter days. Hier, das ist ein Zeichen der Anerkennung, das von den Rangas weitergegeben wurde. Man sagt, dass das aus besseren Zeiten auf Pokokuhara stammt. Er überreicht dir ein schweres Stück Kupfer in Spiralform. Ja, du hast einen Gegenstand erhalten. Danke, Ruano. If you need aid, Himurihi's warriors need only someone to bark commands and they will go. Wenn du Hilfe benötigst, Himuris Krieger brauchen nur jemanden, der Befehle erteilt und sie bewegen sich. Er legt erneut seine Finger auf seine Stirn. Ich habe Fragen zu Pokokuhara. Wo kann ich hier Vorräte finden? Erzähl mir von deinem Stamm Vorräte erstmal. Die Valianer haben dem Zwerg viele Kisten anvertraut. Er hortet sie am Stand. Ein Hauch von Genervtheit sieht über sein Gesicht, aber jener ist so schnell wie eine Kreuzung auf Wasser verschwunden. But we never refuse a guest. Aber wir lehnen niemals einen Gast ab. Himuihi will show you all the villages contending for the honor of your visit. Wenn du schlafst, brauchst, wird Himui alle Einwohner vorstellen, die dich um die Ehre deines Besuchs rangeln. And if you need strong Mataru warriors to fight at your side, then Himuihi can help you with this also. She guards the trading post. Und wenn du starke Mataru-Krieger für einen Kampf an deiner Seite benötigst, kann dir Himui auch dabei helfen. Sie bewacht den Handelsposten. Erzähl mir von deinem Stamm. Here is young still, but we will grow when the Valians come. Unser Dorf hier ist noch jung, aber wir werden wachsen, wenn die Valianer kommen. Ikira, like an ingrown toenail. Ikira, wie ein eingewachsener Fußnagel. For what does Nagati's chosen protest? Give Tikawara a chance to prove itself.
Was will Engatis Auserwählter mit seinem Protest erreichen? Gibt die Kavara eine Gelegenheit, sich zu beweisen? That is for what we build many houses now. Even a trading post. Deshalb haben wir gerade so viele Häuser, sogar einen Handelsposten. Er ist stolz wie Otto. Oh Mann, muss der Satz sein. We make Tikawara pleasing to the Valians. Then when they come for Pococahara, they build their harbor here. Wir haben Tikawara angenehm für die Valianer gestaltet, auf dass sie ihren Hafen hier bauen, wenn sie nach Pococahara kommen. Sie müssen, er räuspert sich. Die scheint der valianische Einfluss hier nicht zu stören. Some tribes push foreigners away, but it is good to have powerful friends. Manche Stämme gehen auf Distanz zu den Fremden, aber es ist gut, starke Freunde zu haben. Ein sorgenvoller Blick verdunkelt für einen Moment seinen Gesichtsausdruck. The company can be a good friend to helpful partners, even out here. Die Gesellschaft kann hilfreichen Verbündeten ein guter Freund sein, sogar hier draußen. Sie nickt Ruano herzlich zu. If the Valians come, they will build an outpost here in Tikawara. Wenn die Valianer kommen, werden sie hier in Tikawara einen Außenposten errichten. Sein Blick wird unbestimmt, als ob er sich jedes Wortes überzeugte. Then we will have the trade, protection and friendship of a mighty nation. Dann werden wir Handel, Schutz sowie die Freundschaft einer mächtigen Nation haben. Favorable arrangement for both sides, I say. Ein vorteilhaftes Arrangement für beide Seiten, finde ich. Bist du immer so freundlich? Es sieht nicht so aus, als hättest du genügend, um so viele Leute zu unterstützen. You sure you want to question that? We never get nice ones like this. Willst du das echt in Frage stellen? Wir bekommen sonst niemals so nette. Then we buy what we do not grow. Soon our pockets will drag behind us with foreign coin. Dann kaufen wir eben, was wir nicht anbauen. Schon bald werden unsere Taschen so voll von fremden Münzen sein, dass wir sie hinter uns herschleifen müssen. Er sieht dich kurz an und räuspert sich. Ja, woher sollen die Münzen kommen? Wenn die da einen Hafen bauen, annektieren sie dein Dorf und du kriegst nix. I say that in Tikawara there is always a spot around the fire and... In Tikawara gibt es doch immer einen Platz am Feuer und... Ein Knurren ertönt aus dem Magen des Wächters, der neben Huado steht. Er schneidet eine Grimasse und hält seine Hände vor den Bauch, als ob er das Geräusch stemmen wollte. Der Ranga wirft ihr auf der Stelle einen vernichtenden Blick zu. Und eine Kuiki in jeder Hand. Als er sich wieder dir zuwendet, lächelt er aufs Neue freundlich. Zurück zu meinen anderen Fragen. Sprich, Freund, öffne seine Handfläche und wartet. Ich habe Fragen zu Pococahara. Wind und Trübsal ist alles, was aus diesen Ruinen kommt. Niemals antworten. Er winkt dich herbei. Dann zurück zu meinen anderen Fragen. What say? Ja, leb wohl. Yes? Also ich habe nicht so das Gefühl, dass das hier sonderlich besser wird. At once. Ja, mit denen hier muss man wirklich schon Mitleid haben. Out different, you might have grown up here. True. Good thing my parents had the sense to leave. And you'd be worrying about what the trading companies were doing, setting up down here. No offense, but I try not to live with a bunch of ifs trailing in my wake. Oh, Edea und Maya. Wenn die Dinge also etwas anders verlaufen wären, wärst du vielleicht hier aufgewachsen. Genau, gut, dass meine Eltern klug genug waren, zu verschwinden. Und du würdest dir Sorgen darüber machen, was die Handelsgesellschaften hier unten verloren haben. Nicht böse gemeint, aber ich versuche nicht zu viele Wenns in mein Leben zu hinterlassen. Ja. Gut, dann können wir jetzt mal das Dorf verlassen. Wir könnten hier noch Vorräte einkaufen. Rum würde es geben, Reis und Schleimaal, aber mal wieder natürlich nur Wasser zu trinken. Also ja, abgesehen von Rum. Leider können wir Kanonenkugeln nicht trinken. So, dann gucken wir uns mal Tikawara an. Wir sollen ja hier immerhin noch eine Brutmutter erledigen. Und können sowieso die ganze Insel in Ruhe jetzt erkunden. Hm.
Wenn wir mal auf die Karte kommen. Mit einem ganz, ganz lieben Bitte. Danke. Also ja, wenn wir dahin wollen, müssen wir über den Sunepo-Strand zum alten Schlachtfeld. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mich heute noch hinschleppe. Bevor ich wieder einen Cut machen muss. Gucken wir mal. Die Biegung des Pfades vor euch kommt dir irgendwie merkwürdig vor und lässt dich innehalten. Aufgrund der verdeckten Sicht scheint das ein guter Ort für einen Hinterhalt zu sein. Doch gleichzeitig hörst du nichts Außergewöhnliches. Eigentlich hörst du überhaupt nichts. Kein Summen von Insekten, kein Rascheln von Tieren, selbst die Luft ist völlig still. Deine Umgebung untersuchen. Überleben hat am höchsten Idee. Maya. Während du vorsichtig voranbewegst, erspähst du einen riesigen Lagofette, der durch den Windwuchs schleicht. Selbst zusammengekaut überragt der Wilde die tropischen Bäume noch deutlich. Auf seinem Kopf trägt er einen gebleichten Schädel. Dich näher heranschleichen, um alles zu beobachten. Heimlichkeit. Wir hatten eine hohe Heimlichkeit. 4. Du gar nicht. 6. Heimlichkeit. Jo. Selbst zusammengekaut. Der Lagofett hat dich anscheinend nicht bemerkt, doch nicht. Elektrizität auf ihn werfen, einen Hinterhalt vorbereiten und angreifen. Du schleichst dich weiter nach vorne, ziehst deine Waffe. Ich hätte einen Blitz auf ihn werfen sollen. Ja gut, ein starker Lagofett, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Außer er ist wirklich groß wie, so groß wie ein Baum. Ist er das da oben? Schleichender Schrecken, okay. As you wish. Okay, das war alles. Er hatte gute Keule dabei und ein bisschen was. Was habe ich da jetzt gekriegt? Das war nichts Besonderes. Okay, oh. Flussschilf, das nehme ich immer mit. Hier ist nämlich noch mehr Schilf. Auch wenn wir hier eher am Strand sind. Aber scheinbar wächst auf Tikawara am Strand Schilf. Und Berats Glocke. Gut, dann plündern wir jetzt noch die Ruine. Also das war jetzt wirklich einfacher, als ich erwartet habe. Dieser Kampf. Ich habe da ehrlich irgendwie was Schlimmeres erwartet. Was sagt eigentlich so die Übersichtskarte? Ja, dass wir hier unten ziemlich gut am Aufdecken sind eigentlich. Oh, dass da ein Sturm mal wieder vorbeizieht. Gut, was hat das Schlachtfeld zu bieten? Du findest ein Feld, auf dem Leichen schon lange verstorben liegen. Hier muss vor langer Zeit ein Kampf stattgefunden haben. Vielleicht entdeckst du unter den Habseligkeiten der Gefallenen etwas, das wert ist, geplündert zu werden. Absuchen. 6 Böller. Weitersuchen. Einen einfachen Dolch. Weitersuchen. Insektenschwarmschriftrolle. Und das war's auch schon. Gut, das heißt, als nächstes werden wir hier oben hingehen zur Grabstätte, wo auch die Bäume sind. Und ja, hier drüben, wo jetzt gerade der Hurangi vorbeisegelt, haben wir Wasser vergessen einzusacken. Ja, auf dem Vampirheim.
Gut, aber erst einmal Spielstand speichern. Das ist jetzt dann LP 034, also LP 034. Und dann sehen wir uns gleich wieder.